Welcome to G's Cooking Show. Wollt mal ein bisschen kochen, nämlich eine Bolognese. Und dabei schaut ihr mir heute zu. Mit so ein bisschen Schnibbelei und allem drum und dran und so. Die GoPro hängt, wie ihr seht. Wir haben heute auf jeden Fall den Alex dabei, der steht hinter der Kamera. Ich bin der G-Man von Allerhand Rap. Hallo. Genau, sag mal hallo Alex. Und ja, wir machen heute Spaghetti Bolognese, so wie ich sie mache. Ich bin natürlich kein Profikoch oder so, aber bis jetzt hat sich keiner beschwert. Ja, genau. Damit wir loslegen können, zeigt der Alex und Icke euch mal die Zutaten. Also, wir haben hier einfach Kirschtomaten, den nehme ich am liebsten, weil sie ein bisschen süßer sind. Hier haben wir halt ganz normale Tomaten aus der Dose, könnt ihr natürlich auch die Stücke da nehmen. Passierte Tomaten, Tomatenmark, ein bisschen Ketchup. Die Nudeln stehen da, genau. Und natürlich den Rotwein nicht vergessen, den brauchen wir zum Ablöschen. Hier haben wir das Hack, natürlich Rindfleisch. Hier haben wir Schalotten und Knoblauch, natürlich Öl zum Anbraten. Hier haben wir ein bisschen Rinderfond, ein paar Kräuter und die TK-Kräuter, die sind noch im Tiefkühler, weil sonst ne. Und ein bisschen Salz und natürlich Zucker. Das ist eigentlich so grob, das da drin kommt. Von den Maßeinheiten werde ich euch zwischendurch noch ungefähr Pi mal Daumen berichten, wie ihr machen sollt, aber man macht es eigentlich nach Gefühl und nach Geschmack. Genau, dafür haben wir halt einen großen Topf. Für die Bolognese und einen anderen großen Topf für die Nudeln. Und ja, dann fangen wir mal mehr oder weniger an mit den kleinen Schnippelarbeiten. Erstmal Zwiebeln, Knoblauch, die Tomaten noch klein schneiden und alles. Und danach gehen wir zu den Töpfen und legen los, würde ich sagen. So, dann fangen wir mal an. Ich mache mal zuerst schön die Zwiebelchen und so. Besitzer am Messer. Macht er nicht? Nehmen wir mal erstmal den Knoblauch. Thank you.
Also von der Menge her haben wir jetzt von 500 Gramm Hack, zweimal, also ein Kilo, haben wir jetzt 5 Schalotten drauf und 4 Knoblauchzehen. Aber wie gesagt, so wie ihr mögt. Wer mehr Zwiebeln mag, mehr. Wer weniger mag, weniger. Und so geht's weiter. Geht's weiter mit den Tomaten. Alex fängt da ja schon mal an. Und einfach ja. Nur immer halbieren, oder? Ja, würde ich sagen, lieber ein bisschen größer. Also so mag ich es halt. Okay. Könnt ihr aber natürlich auch wieder so machen, wie ihr wollt. Ne? Müsst ihr wissen, Alex hat gerade mit David und Dusty Mario Kart auf meinem alten N64 gespielt. Bleibt natürlich gleich wieder im Kopf kleben, die Melodie vom Stern in Mario Kart. Supidupi. Dann haben wir das auch. Sauber Zauber, dann machen wir ein kurzes Päuschen. Und dann geht's gleich weiter. So, GoPro hängt. Versuchen wir mal. Ich habe hier einfach bloß einen großen Topf genommen. Der wird jetzt schön heiß, da kommt jetzt ein bisschen Öl drin. Hinten ist schon der große Topf für die Nudeln, einfach Wasser und Salz. Falls ihr das Wasser ein bisschen schneller zum Kochen bringen wollt, gibt es auch einen kleinen Trick. Mit dem Wasserkocher ein bisschen kochen mit Wasser vormachen, dann geht das alles ein bisschen schneller. Und ja, jetzt haben wir ein bisschen Öl reingemacht und dann fangen wir erstmal an, ganz kurz das Rinderhack anzubraten. Und dann erfolgt aber auch kurz danach schon die Zwiebeln und der Knoblauch. Und dann seht ihr ja, wenn es weitergeht. So, ist jetzt schon langsam heiß. Ups. Alle da. Dann fangen wir einfach mal an. Hört auf jeden Fall schon mal. Beim Anbraten wird es nicht so viel Sound geben. So. Lassen wir das mal kurz. Haben wir mal kurz Zeit. Dann kann ich euch das nochmal erklären, aber dann muss ich trotzdem weiter nach da hinten. Jetzt als nächstes, wie gesagt, kommen dann als nächstes die Zwiebeln mit drin und der Knoblauch. Danach folgt das Tomatenmark noch zum Anbraten und nachdem wir alles angebraten haben, wird dann mit Rotwein und mit ein bisschen Rinderbrühe oder auch Fond abgelöst. Und dann kommen eigentlich nur noch alle weitere Zutaten hinzu. Aber das erkläre ich euch nachher auch dann nochmal. Man sieht, tritt schon ein bisschen Wasser aus, das ist jetzt nicht so geil. Aber was soll man tun? So, dann machen wir hier weiter. Jetzt sollte man den Knoblauch und die Zwiebeln hinzugeben, bevor das Ganze durchgebraten ist. Damit man das nochmal mit anbraten kann. Weil das ist sehr, sehr wichtig, damit euch der Knoblauch erst recht und die Zwiebeln halt nicht anbrennen beim Anbraten. Wenn ihr die gleich am Anfang in die ultra heiße Pfanne oder Topf halt gibt, ne?
Hoppala. Geht aus dem Tropfen kriegt. So, dann wandert doch gleich der Tomatenmark mit hinzu. Nice, nice. Ja, Zwiebeln und Knoblauch habe ich jetzt schon drin gehauen. Dann wandert gleich der Tomatenmark mit hinzu. Dann braten wir das noch ein bisschen an und dann wird eigentlich schon abgelöscht. Hinten bringen wir natürlich das Wasser zum Kochen, damit die Nudeln dann auch ihre, muss ich mal drauf gucken bei denen. Meine Freundin wollte natürlich keine Spaghetti, die mag halt eher so eine gedrehten Nudeln. Aber die sind doch geil, da haftet die Soße auch schön drin, weil die ja halt so im Tunnel sind. Und ja. So, dann nehmen wir schon mal eine Tomatenmark vielleicht mit hinzu. Verteilen wir hier auch schön drin. Zuschauerbase erstmal weiter, dann können wir jetzt auch mal für die Action-Fans hier. Oh, das ist der schöne Deck. Ja, mal gucken. Mach da nichts, Alter, mach da. Jawohl. Wir fahren jetzt. Wäre ich jetzt ein Drummer oder so, könnte ich hier schön mit den Fingern und rumwirbeln, aber nee, so krass bin ich nicht. So, dann dreht das Ganze hier jetzt noch ein bisschen an und dann kommen wir auch bald zum Ablöschen. Mit dem Rotweinchen, meine Lieben. Und danach kommt auch schon ein bisschen später der Fond gleich nach, wenn der Rotwein schon mal so ein bisschen verkocht ist. So, einmal rein. Wie gesagt, wenn ihr noch mal wissen wollt, wie viel das war jetzt hier so eine kleine Flasche Rotwein mit 250 Milliliter. Sonst ist ein Kilo Hack drin, fünf große Schalotten, drei Knoblauchzehen. Und ungefähr 3-4 Esslöffel Tomatenmark. Nochmal, um jetzt zusammenzufassen. Richtig, jetzt ist der Rotwein so gut wie verkocht. Jetzt kommt halt einfach die Brühe noch mit hinzu, der Rinderfond. Habe ich jetzt 300 Milliliter erstmal genommen. So, da ist der Rinderfond drin. Die 300 Milliliter, warte mal, können wir gleich mal ins Waschbecken, aufgeräumt wird später. Ne? So, dann macht das jetzt auch noch ein ganz kleines bisschen vor sich hin. Das Nudelwasser kocht endlich so langsam. Oder so, ja, aber ganz langsam, sind nur kleine Bläschen. Und dann kommen gleich die restlichen Zutaten rein. Und dann wird das nochmal ein kleines bisschen einkochen und dann sehen wir uns nach einer kleinen Pause auch nochmal wieder. Und dann kommen da noch Gewürze, Kräuter und so drin und da kann ich euch auch noch zeigen, was ich da gerne dran mache. Und was man ran machen kann, könnt ihr natürlich alle wieder so machen, weil ich auch so wieder Bock habe. Muss ja euch schmecken, nicht mir. Oder dem Alex, versteht ihr? Dem ist das ideal, der schaufelt alle drin. So Freunde, dann kommt jetzt der Rest mit rein. Einmal die passierten Tomaten, die kann man natürlich klein schneiden, gestückelt kaufen oder sonst was. Ich packe sie im Ganzen rein, weil es auch ein bisschen einkochen soll. Kommt das jetzt erstmal rein. So, dann haben wir das schon mal drin. Ne? Wie gesagt, es zerkocht ein bisschen, das kann man dann mit einem Löffel auch ein bisschen zerdrücken und so. Und dann passt das auch. Oder ihr schneidet sie halt oder kauft gestückelte. Dann kommen die passierten Tomaten rein. Ist eine Packung, bei denen hier waren es 2x400 Gramm Dosen. Die ich jetzt benutzt habe und das ist eine Packung und da ist, naja, ich würde sagen 450, das ist so zwischen 400.
Genau, hier nochmal passierte Tomaten, ne? 450 Milliliter. Das andere waren zwei Dosen A400, also 800 Milliliter. So, haben wir das jetzt auch schon mal drin. Das blubbert hier auch so fleißig vor sich hin, das ist auch sehr schön. Und jetzt, meine Freunde, das Nudelwasser fängt doch langsam an, dann kommen gleich die Nudeln drin. Und dann kocht das Ganze alles nur noch ein. Und dann geht's halt mehr oder weniger nur noch zum Abschmecken mit den frischen Zutaten. Wie gesagt, die Tomaten, die Kirschtomaten mache ich ganz zum Schluss rein, damit sie beim ersten Mal essen nicht so matschig sind. Wenn ihr das Essen natürlich weiter esst, so ein paar Tage später und so, schmeckt auch noch besser, weil es nachgezogen ist. Darf man nicht vergessen. Aber ja. Ich habe jetzt hier ein ganzes Kilo genommen, müsste ungefähr auf die Soßenmenge passen. Müsste aber gucken, den Rest sonst einfrieren oder kann man auch für eine Lasagne benutzen. Also den Rest einfrieren oder den kann man auch für eine Lasagne benutzen. So Leute, das kocht jetzt hier so ein bisschen vor sich hin. Und hinten halt die Nudeln. Und das dauert jetzt noch ein kleines bisschen. Wie gesagt, das hier, das ist immer nach Ermessen. Da müsst ihr halt schauen, wie lange ihr das einkochen lassen wollt. Blarkeks und so, also das ist euch überlassen. Ich würde es jetzt erstmal ungefähr 10 Minuten einkochen lassen, dass die Nudeln noch schon mal so weit sind, dass wir danach nur noch abschmecken müssen und alles andere dann passt, wenn es eingekocht ist. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Eigentlich eine recht schnelle Nummer. Wenn man auch nebenbei ein bisschen Spaß haben will, dauert es halt ein Stündchen. Wenn man aber gut vorbereitet ist und das schon ein paar Mal gemacht hat, dauert es halt nur noch ein halbes Stündchen. Oder wenn man halt hier nicht wie Icke wieder für gefühlte 20 Mann kocht. So, beim Nudeln kochen gibt es auch nochmal einen kleinen Trick. Also wie gesagt, Salz mit rein. Was wichtig ist, einen Holzlöffel auf dem Rand. Und den Deckel leicht anwinkeln. Also eigentlich kocht man Nudeln grundsätzlich großteils ohne Deckel. Kann ich hier aber nicht machen. Ich habe keine Dunstabzugshaube. Hier ist halt leider nichts drüber. Und deswegen ein bisschen Deckel drauf und halt den Löffel. Weil der Löffel, der verhindert, wenn es halt langsam anfängt überzukochen, dass es gleich überkocht. So ein kleiner Trick. Genau. Dip blubbert jetzt hier vor sich hin. Kocht so ein bisschen ein. Die Nudeln machen auch so, was sie sollen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Gesehen habt, weil ich mir gerade unsicher bin. Oh doch, die können wir gleich abgießen. Und kann hier auch gleich das Feintuning am Topf passieren. Und auch das Abschmecken mit Kräutern und Gewürzen und so. Und die Nudeln hier hinten, die sind so gut wie fertig. Die drehe ich schon mal aus. Und dann gucken wir jetzt mal weiter. Also beim ja, wie gesagt, Nachwürzen müsst ihr halt genau gucken, was ihr ranmachen wollt. Ich mache halt zum Teil Ketchup ran oder halt auch Zucker. Natürlich die verschiedensten Gewürze wie Majoran, Pfeffer, Salz, Räucherpaprika ist so mein Favorite.
Thymian, Rosmarin und natürlich Basilikum. Da machen wir jetzt ein bisschen was trockeneren, aber auch ein bisschen mehr frisch, damit das alles denn ordentlich einen Geschmack hat. Ne? So. Nicht überkochen, mein Freund. So, dann fangen wir mal an. Ich mache erstmal den Ketchup mit dran, damit ich halt keinen Zucker ran machen muss. Und dann schmecken wir halt mal ab, ob das von der Süße, vom Süße-Säure-Gehalt halt passt. Wie gesagt, die Tomaten hier drin, die könnt ihr klein drücken oder ihr kauft euch halt gestückelte oder schneidet sie selber. Genau, dann fangen wir an. Erstmal nur ein bisschen Salz. Also immer lieber wirklich nachwürzen und fünfmal nachwürzen, bevor ihr das versalzt oder sonst was, weil das wesentlich schwerer ist, wieder wegzubekommen. Deswegen nehmen wir erstmal nur ein bisschen Salz. Das fängt jetzt schon wieder schön an zu kochen, können wir ein bisschen runter. Nehmen uns auch erstmal nur ein bisschen Pfeffer, also von allem erstmal nur ein bisschen, um dann beim Abschmecken noch nachwürzen zu können. Dann vertut ihr euch nicht so. Ja, schön die Räucherpaprika. Ich stehe da drauf. Zack. So. Dann ein bisschen getrockneten Basilikum. Wie gesagt, sonst ihr könnt auch alles frisch machen oder alle getrocknete Sachen nehmen, das, was ihr halt da habt. Und dann guckt man halt einfach weiter. So. Die Sachen haben wir jetzt schon mal drin. Das rühren wir mal jetzt alle hier schön unter. Ist jetzt schon mal gut. Und jetzt kommen wir, wenn ihr natürlich habt, zu den frischen Kräutern oder besser gesagt, TK-Kräuter habe ich jetzt leider nur. Ist fast genauso hübsch wie frisch, aber frische, die ihr auch im Garten anbaut, muss man dazu sagen, ist halt, die schmecken halt intensiver so. Also das merkt man schon, wenn man mal genau drauf achtet. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Kräuter ist schon mal gut und hier müsste Gartenbasilikum, richtig gut. Ja, genau. Wie gesagt, beim Würzen könnt ihr das einfach so machen, wie ihr Bock habt. Das ist natürlich eure Sache. Aber das hier ist jetzt Basilikum, schön aus dem Garten. Nochmal eingefroren in einem Glas, da kann man schon mal ordentlich dazugeben. Und jetzt kommen hier noch TK-8-Kräuter mit dazu. Und dann wandert das hier alles gleich wieder in den Tiefkühler. So. Zitzer. Ich habe schön die Pfoten eingesaut, wie immer. Pfoten eingesaut. Naja, Hände waschen muss man eh immer wieder zwischendurch. Da kann man machen, was man will. Dann können wir jetzt gleich die Nudeln natürlich abgießen. Solange wie das hier noch ein bisschen vor sich hin blubbert. Natürlich nicht vergessen, die Kräuter runterzurühren. Ich muss mir bloß halt schnell mal die Hände waschen. Für das nächste Video machen wir ein Trinkspiel raus. Jedes Mal, wenn er sich die Hände wäscht, machen wir einen kurzen. Oh. Dann erlebe ich ja das Ende vom Kochen ja nicht mehr mit, Alex. Boah, so. Noch ein geileres Trinkspiel. Du musst so lange an der Flasche trinken, wie du dir die Hände wäschst. Genau. Hängst du mir so einen Schlauch nach oben mit einer Wodka-Pulle oder was? So, die Nudeln, die sind fertig. Die werden jetzt abgegossen. Und ich muss sie nur mit sieben. Ich glaube aber nicht. Ultimative Trinkspiel. Jedes Mal, wenn du dir die Hände wäschst. Kann man anfassen. Und abgießen. Jedes Mal, wenn du dir die Hände wäschst. Wird das Getränk ausgetauscht. Also, und dann musst du so lange trinken, wie du dir die Hände wäschst. Du bist ja ein Arsch. So, und dann. Alter, das sind so viele Nudeln, Freunde, warum zählt ihr nur sie? Habe ich doch voll unterschätzt. So, an dieser Stelle starten wir mal eine Abstimmung, also wer für dieses Trinkspiel ist. Ne? Wir haben drei Varianten. Kommentiert das einfach mal mit. Cheese-Trinkspiel. So, jetzt wird der Rest abgegossen. Cheese-Trinkspiel, du bist Cheese der eine. Cheese-Trinkspiel, genau. So. Und dann bitte die Variante Low, Mittel, Hardcore.
Genau, und jetzt packen wir die Nudeln erstmal wieder zurück in den Topf nochmal abtropfen. So, dann sind die nämlich, whoopala, zwei daneben, schon fertig. Zack, natürlich nicht wieder auf die heiße Platte. Könnt ihr bloß kurz einen Deckel drauf machen. Und kleiner Tipp, niemals Nudeln mit Kaltwasser abspülen. Immer, wenn ihr diese so habt, könnt ihr sie auch noch kurz stehen lassen. Und dann könnt ihr die Soße gleich dazugeben. Dann klebt die Soße nämlich an den Nudeln richtig dran und fällt halt nicht ab. So, jetzt geben wir bloß noch die letzten paar Tomätchen mit dazu, die nicht so lange mit sollen. Und dann schmecken wir das gleich ab. Und gucken mal, wie die geworden ist. Der beste Teil am Kochen. Abschmecken. Mhm. Oder auch Naschen im Volksmund genannt. Richtig. So, dann lassen wir das nochmal kurz aufkochen. Die Nudeln sind fertig. Und ja, wie gesagt, das Ganze noch abschmecken. Ihr müsst dann so nachwürzen, wie es euch beliebt. Und lieber, wie gesagt, fünfmal nachwürzen, anstatt einmal überwürzen. Ne? Und müsst ihr halt gucken. Wenn es halt irgendwie vom Geschmack her noch nicht umreißt, kann ein bisschen Zucker helfen. Ein paar mehr Kräuter, aber nicht zu viele Kräuter. Das kann auch zu viel werden. Und Salz, Pfeffer, wie gesagt, aufpassen. Wenn zu salzig ist, gegenwürzen mit Zucker ein bisschen. Und dann ist es das schon. So wie ihr mögt, könnt ihr natürlich auch noch Creme Fraiche oder Sahne oder sowas dranhauen, wenn ihr da unbedingt drauf steht. Aber wir haben heute so die natürliche Pur-Variante mal gemacht. So, dann kann ich jetzt meine Gäste holen. Und ja, wir schmecken das jetzt bloß gleich alle nochmal ab und dann werden die Teller erreicht, Freunde. Noch ein bisschen was übrig, aber ist nicht schlimm, den Rest kann man noch einfrieren oder sonst was. Oder man kippt halt, wie gesagt, den Inhalt von der Soße gleich in die Nudeln rein, wenn man das perfekte Verhältnis hat. Hier passt das eigentlich schon fast, aber ich warte mal lieber noch auf meine Gäste. Und nachher seht ihr dann nochmal einen kleinen Bericht drüber, wie es allen geschmeckt hat. Und ja, wie gesagt, falls ich das mal weitermachen soll oder ihr das cool findet, lasst gerne einen Kommi da oder ein Abo. Sagt auf jeden Fall Bescheid. Falls euch das gefällt oder ihr Fragen habt, die beantworte ich natürlich gerne. Und sonst auf jeden Fall alle Handwrap auschecken auf YouTube, Instagram und Facebook, den Usen, den Don Iron One und mich natürlich und alle anderen, die mitmachen. Sonst guckt in die Infobox, Freunde. Und wenn es sonst noch was gibt, lasst es uns wissen. Bis denn. So, die Nudeln sind fertig, die Soße hoch und jetzt fragen wir mal den Leuten, wie es schmeckt. Oh, hey Nora. So, hier haben wir meine Wohnstube. Kuckuck! Hallo! Und wie schmeckt's? Lecker. Sehr, sehr lecker. Das freut mir. Denn ihr nächstes Mal euer Essen, euer Essen? Euer Essen, Alter, läuft schon wieder bei mir. Ja, Däumchen und so. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.